Dann nochmal ganz herzlich willkommen an alle, sehr geehrte Damen und Herren, zum Rheinland-Pitch im Juli. Ich möchte, bevor wir zum ersten Teil übergehen, einen Besuch aus Berlin vorstellen. Wir haben Fee Bayer unter uns, Frau Hubraum. Ihnen dann erstmal bitte einen Applaus. Ja. Ich glaube, ich bin tatsächlich ja, über mein Netzwerk darauf aufmerksam geworden. Ich habe den einen oder anderen davon sprechen hören, bin aber tatsächlich auch durch dieses Internet aufmerksam geworden. Ich glaube, bei Facebook habe ich euch irgendwann angefangen zu folgen. Wie finde ich es? Ich finde es insgesamt unglaublich wichtig für Deutschland, dass wir mehr Gründeraktivitäten haben und auch, dass diese Gründeraktivitäten sich über Deutschland streuen sozusagen. Insofern finde ich es persönlich erstmal wichtig, dass hier was passiert und natürlich auch aus Berufswegen wichtig und schön auch zu sehen, dass was passiert. Und ich finde es Wahnsinn, was Startplatz hier auch gerade in der Kürze der Zeit aufgebaut hat. Und man sieht halt wirklich, wenn man sich hier umdreht und umschaut, dass hier das Startplatz offensichtlich schon ein Magnet ist. Es sind sehr, sehr viele Leute heute Abend hier, also sogar auch mehr, als ich erwartet habe. Und viele Teams, die hier schon bei der Arbeit sind. Und ja, das freut mich zu sehen und das macht alles echt einen sehr, sehr guten Eindruck. Großartig. Also ich habe ja schon einige Pitches hinter mir und auch schon seit vielen Jahren Pitches hinter mir. Aber ich muss sagen, dass heute so viele Leute da sind, die gespannt zuhören, das hat mich durchaus überrascht und es macht mir sehr viel Spaß. Oh, jetzt Überraschung. Überraschung. Großer Applaus, Axel. Nicht nur der erste Platz, auch der Sonderpreis von Hubraum, der Wildcard. Hat uns, glaube ich, großen Spaß gemacht und ist ein Event, was man auf jeden Fall weiterempfehlen kann für alle anderen Gründer. Deswegen ein großes Dankeschön. Wir sehen uns dann in Berlin. Und wir geben noch eine Pizza aus.